Also ist doch schon ein scharfer Hund, oder? Meine Herren, jetzt bin ich aber auch schon richtig nervös, weil ist ja schon ein ganz süßer Kerl. So, und ich gucke jetzt schon die ganze Woche und bin ja auch hier. Ich habe mich so an ihm gewöhnt. Ihr nicht auch? Hm? Und es geht jetzt schon los mit der Kochshow Topfgeldjäger oder Zeit. Die läuft nämlich ab jetzt. Huch. Hallo und herzlich willkommen in Ihrem Zentrum der Freude, den Topfgeldjäger. Mein Name ist Steffen Hensler, ja. Und heute ist Freitag, das Wochenende naht. Die Baustelle ist eröffnet. Hau rauf, lass laufen, weil es geht ja für die Damen heute schon 4.000 Euro. Also ich hatte, ja, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Aber die Männer, huhu, auch. Sehr stark, glaube ich. Das ist heute eine spannende Paarung. Und wir haben natürlich wieder heute am Freitag wie immer die Mehl der Woche. Und zwar zwei. Eine böse und eine schöne. Mal gucken, ja. Böse und eine schöne. Aber Sie kennen es nicht anders am Anfang. Zeigen wir erstmal den Warenkorb, aus dem unsere Kandidaten drei Gänge kochen. So. Meine Herren, du, was ist denn das? Kekse? Mürbeteig. Mürbeteig, gut. Kekse. Ist das schon fertig oder nicht? Bald. Bald, okay, ja, dann hau weiter rein. Wir kommen erstmal zum Warenkorb. Es geht los mit einem frischen, leckeren Zanderfilet. Man könnte auch seine Lieblingsfisch von Peter Alexander. Oh Gott, damit Sie gleich wissen, in welche Richtung es heute geht. Nämlich nach unten. Dann haben wir geschälte Tomaten. Oh, eine feine, leckere Currypaste. Fein, fein. Dann mal was Neues. Thai-Spargel. Kann man einfach so durch die Pfanne ziehen. Gart ganz schnell. Rote Linsen. Also ich meine, gemüsemäßig sind wir top aufgestellt. Dann gibt es Blattpetersilie heute. Das ist auch gut dazu. Wantannenblätter. Vielleicht für einen kleinen Ravioli fürs Dessert, wer weiß. Kakaopulver. Griechisch Joghurt. Da gibt es bald nicht mehr so viel. Dann haben wir Heidesand, diese leckeren Kekse, Johannisbeeren. Und jetzt halten Sie sich fest, die Zutat des Tages ist Eierlikör. Yeah, baby. Oh. Ist ja auch von Horst Lichter das Lieblingsgetränk, ne? Wann ich das lecker, der Eierlikör, nicht? Muss man mögen. Aber ist auch stramm Richtung Ostern, ne? Nächste Woche, Sie wissen ja. Übrigens, nächste Woche keine Gurkenwoche, sondern koche ich in ein Ostermenü in unserer Spezialwoche. Aber jetzt erstmal, ja, kommen wir zu den Top 3. Also auf Platz 3, dem Emulsionslikör aus Alkohol, Zucker und frischem Hühnerei darf neben dem Aromazusatz Vanille eine geringe Menge Hühnereiweiß hinzugefügt werden, die verhindern soll, dass sich die Emulsion entmischt. Schönes Wort. Dass sie sich entmischt. Auf Platz 2. Eierlikör muss einen Alkoholgehalt von mindestens 20% enthalten und ganze 240 Gramm Hühnereigelb auf einen Liter Likör vorweisen können. Und auf Platz 1. Nach Halbbitterlikören ist Eierlikör der am zweithäufigsten getrunkene Likör in Deutschland. Unsere Zutat. Was soll ich sagen? Die Mädels sind stark. Sehr stark. Zu stark für unsere Jungs heute. Schauen wir mal. Hier sind sie. Neu dabei. Die Smoothies. Mike und Manfred. Oh. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Was soll das denn werden, wenn es mal fertig ist? Das soll ein Teig werden. Ja, was ist ein Teig? Ein Nudelteig. Nudelteig? Genau, ein Tag. Okay, wenn ich jetzt sagen würde, oh, die Sendung hat 2,5 Stunden, dann würde ich dich weitermachen lassen. Okay. So, gebe ich dir einen Rat. Alles mal hier rein. So. Mal hinein. Weil eigentlich macht man so, weißt du, mixt die Eigelbe an. Ja.
gibst dann das Mehl dazu und dann schön mit der Hand. Ah, okay. Hier alles rein, den Klackermatsch, ne? So, richtig rein. Alles rein. So. Oder möchtest du dir deine Hände nicht schmutzig machen? Nee, dafür. Dafür nicht. Guck mal, dann gehst du hier durch. So. Guck mal. Geht doch ein bisschen schneller, ne? Ja? So. Mach ein bisschen Mehl rein, ja. Dann passt das. Nein, weiter. 45 Minuten. Ne? Ja. Anfangsschwierigkeiten gleich überwunden. Ja. Oder? Auf jeden Fall. Bist du auch aufgeregt oder alles gut? Nur ein bisschen. Bisschen, ne? Klar. Schon mal Kühlschlag gemacht oder so? Nee. Nee? Warum habt ihr euch denn hier beworben und nicht bei Kühlschlag? Würde mich mal interessieren. Weil ich die Sendung besser finde. Yeah, baby! Müsste ich nachhaken. Warum? Weil du der Moderator bist? Ja. Nee, sag mal so, gefällt dir mehr Druck, ne? Ja, mir gefällt das, dass man halt die Zutaten vorher, nur kurz vorher bekommt und dass man dann halt daraus was zaubern muss und auch gegen die Damen spielen kann. Finde ich so, gut. Frauen gesiegen, ja. Ja, genau. Ja. Das ist Macho, oder? Nee, ne? Bitte? Ist auch kleiner Macho, oder? Nö, überhaupt nicht. Nee, aber nein, nein. Den Frauen mal zeigen, wo der, ne? Ja, mal sehen. Lass mal hören, Alter. Was gibt's denn Feines? Es gibt einmal ein Curry-Tomatensüppchen. Oh. Curry-Tomatensuppe, da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Ich meine, Tomate kann ja grundsätzlich Schärfe gut ab. Mhm. Wichtig ist eine ganz kleine Prise Zucker. Ja. Kommt die Tomate noch mit raus? Aber mhm. Okay. Okay, Hauptgang? Hauptgang ist Zanderfilet auf ein auf Pasta mit Spargel. Ja. Und ein. Wir machen dann noch ein schönes Weißweinsüßchen dazu. Das hört sich gut an. Und im Dessert? Im dann machen wir ein Eierlikör, eine Eierlikörcreme. Ja. Und das werden wir dann immer so schichten im Glas mit Johannisbeeren. Oh, Männer! Das Menü hört sich top an. Sehr schön. Bin mal gespannt. Aber jetzt kommen wir zu unseren Damen, die, oh ja, die Spaghetti schon fertig haben. Sie geben schon wieder Gas. Die Drahtstanden, Petra und Anna, herzlich willkommen. Hallo, Stefan. Hallo. Hallo. Oha, das sieht aber, oh, so müssen sie mal aussehen. Meine Herren, gut. Ja, ihr seid zurecht bei 4.000. Sonst alles okay oder wieder aufgeregt wie Sau? Immer. Immer, ne? Ja, es geht nicht weg. Geht nicht weg? Nein. Aber ich meine, es ist ja schon die dritte Sendung, ne? Ja, ich weiß nicht, was es ist. Es geht einfach nicht weg. Geht einfach nicht weg? Mhm. Ja, aber fühlt sich gut an, oder? So ein bisschen ja, Action. Ja, Adrenalin ist hoch. Pumpt genau. Durch, ne? Genau. Wie ist es bei dir? Ich bin wie Ruhe selbst. Okay. Ja. Merkt man das nicht? Doch, du machst auf jeden Fall einen ruhigeren Eindruck als sie. Ehrlich? Ja, aber es gibt ja auch Leute, die so trotzdem aufgeregt sind, aber sie ist halt nach außen und du vielleicht nach innen. Nein, ich bin entspannt. Ja. Okay. Macht dich hier gar nichts mehr nervös? Ja, du. Ah. Hast du immer noch nicht gewöhnt, oder? Nee. Warum? Gefalle ich dir etwa ein bisschen? Ja, die Sprüche. Das darfst du nicht. Die Sprüche von dir, von denen habe ich so Angst. Vor welchen Sprüchen denn? Ja, sind irgendwie so cool. Ja. Ja, solange sie dich nicht treffen, ne? Genau. Also solange es die anderen sind. Keine Sorge. Ich weiß, ihr seid ja bisher gut weggekommen. Wir hätten mal so ein bisschen, sie beide, wie sie wäre falsch, geboren in Österreich, leben aufgrund der Männer in der Schweiz. Genau. Und wir haben uns ein bisschen über Schweizer Tempo lustig gemacht, aber bisher, sonst seid ihr doch hier sahnemäßig weggekommen. Ja, gut. Aber warum deine Hilfe zum Teil auch? Ja, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Genau. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt eine sehr gute Art, wie ihr kocht. Und vor allem seid ihr sehr geschmackssicher. Bin mal gespannt, was gibt's heute? Es gibt einen Linsensalat mit Thai-Spargel gebraten. Mhm. Und kannst du mir helfen? Ja, natürlich, immer. Wie soll ich denn da Nein sagen? So. Dankeschön. Bitteschön. Und dann gibt's ein Zander-Curry mit hausgemachten Nudeln. Ja, als Zander-Curry. Ja. Also ich versuche Kokosmilch zu gewinnen, da wird so ein bisschen Thai-mäßig, ja, genau. Alles klar, und im Dessert? Da ist die Anna Spezialist. Die Anna, was gibt's da Feines? Steffen, kannst du mich bitte fragen, jetzt ist ganz kritisch.
Kritische Phase. Da sage ich es dir schnell. Weil, ja, du Eier, bitte. Weil du Eier trennen musst. Ja. Oh, okay. Das ist eine kritische Phase, warum? Ja. Das Eigelb, das macht mir Sorgen. Das kann man ja wohl aufbewahren, das Eigelb, ne? Ja. Was meint das Oma jetzt auf dem Sofa denkt? Die kriegt eine Krise zu Hause. Ja. Sag, Junge, der hat das Eigelb weg. Voll erwischt. Voll erwischt. So ist es in der Schweiz. Da liegt man halt im Überfluss. Ja? Nein, aber man kann es aufbewahren, das Eigelb. Es ist in echt auch kein Mülleimer. Es ist sozusagen, daraus kochen wir für Frank immer sein Mittagessen. Ja? Also insofern ist das nicht so schlimm. Eben, das wollte ich verhindern. Da freut er sich sogar, wenn man Eigelb dabei ist. Ja? Da sagt er, ja, guter Tag heute. Ist ja auch schließlich Freitag. Ja? Und kennen Sie das? Dass ich manchmal so Freitag so anfühlt wie Montag. Ich weiß nicht, woran das liegt heute, aber okay. Kommen wir zum Quiz. Und zwar die Frauen, haben wir gehört, und das brauchen sie dringend, Kokosmilch fürs Curry. Die Männer hätten gern eine Zitrone. Wollen wir schauen. Hier ist sie, Quizfrage Nummer 1. Wenn Kühe zu viele Karotten futtern, dann A, nehmen sie ab, B, sind sie trächtig, oder C, wird ihr Fleisch zäh, oder D, wird die Milch rosa. 10 Sekunden ab jetzt. Rechtzeitig drücken. So, Männer. Na, was habt ihr gedrückt? D. D. Dann wird die Milch rosa. Und wenn sie Schokolade essen, kommt Kakao raus, oder was? Okay. Wie kommt ihr denn darauf? Das ist wie mit den Schrimps und den Pelikan. Oder wie war das da noch, dass die dann dadurch ihre rosa Federkleid kriegen? Ah. Möglicherweise hängt das mit der Karotte zusammen, bei okay. den Kühen. Alles klar, dann gucken wir mal, ob das mit den Pelikan, den Schrimps und der Kuh zusammenhängt. Meine Damen? Wir auch. Wir auch? Ja. Warum guckt ihr so leidend dabei? Weil wir es nicht wissen. Okay, dann lösen wir auf. Richtig ist D, die Milch wird rosa. Hey! Zitrone, Männer. Schön. Hallo. Kokosmilch. Super. Sehr schön. Kommt der klar mit dem Nudelteig? Na, guck mal. Ja, genau. Das ist das, was ich sagte. Du hast jetzt einen Tick zu wenig Mehl. Guck mal. Hey, alles gut. Schweizer Käse, ja. So, nehmen wir noch mal. Ich zeige das einmal noch mal. Ich habe es drüben auch gemacht. Ist ja auch manchmal nicht ganz einfach, muss man auch sagen. Und wichtig ist, dass du mit der Rolle, dass du ein bisschen fixer bist. Okay. Dass du so, pass auf, du gibst das hier vorne rein. Und dann hier, jup. Guck mal, ein bisschen schneller bist, ne? Dann bleibt der Teig auch ein bisschen gleichmäßiger. Der ist jetzt auch eigentlich schon dünn genug. Ja, das ist schon dünn genug. Ja. Ja. Und welche Stärke willst du haben? Das ist, glaube ich, schon die kleinste Stärke. Ja, ja, nee. Welche Nudeln? So oder so? Die. Guck mal, gehst du hier rein. Mach mal unten die Hand hin. Ja. So, dann nimmst du das jetzt auf, das Haar. So, Rapunzel. Schön, ja. Hasse. Ja. Zieh mal raus, nimm mal mit. Deine Hand wird länger, ich komm nach. Das ist, wenn du an den Haaren ziehst. Genau. Nicht sammeln auf dem Haufen. Guck mal, dann mach ich das auch nochmal. Ja. Soll ich drehen? Ja, dreh du mal. So, dreh mal, weiter. Ja, weiter. Immer drehen. Du hast halt einen sehr feuchten Nudelteig, aber kein Problem, das kriegen wir hin. Der ist halt schön dünn. So, drehen, schön Gas geben. So, hör auf. Ja, guck mal hier, ne, siehst du? So, hast du das? Da langt ja auch, ne? Sehr lang. Wichtig, gleich kochen. Das Wasser muss wirklich kochen mit Salz. Hm? Nudeln rein. Ich sag mal 10, 12 Sekunden, gleich wieder raus. Okay? Noch Fragen? Nein. Gut. Und Sie wissen ja, diese Woche ist unsere Spezialwoche, die Gurkenwoche. Deswegen meine Tafel bitte. Ja. Ja, hallo, vielen Dank.
So. Was hat man hier als Gurkensalat? Selbstgemachte Gewürzgurken. Was haben wir denn noch alles gemacht? Der Gurkensalat, Gurkengemüse hatten wir. Mm. So, Gurkensandwich. Oh, hier stand. Da stand vorhin was. Aber jetzt machen wir mal ein schönes Herz hin. Ein F plus S. Zack, 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 zack. So. Ja, so gehört das jetzt, ne? Frank und Steffen. Heute am 30.03., falls ich vergessen habe, was mein Datum heute ist, machen wir eine kalte Gurkensuppe. Und zwar Salatgurke, Buttermilch benutzen wir, Limette, Koriander, Chili, Salz und Pfeffer. Und das Ganze kommt einfach in einen Mixer. So, gucken Sie. Zack, zack. Da kommt alles rein. Deckel drauf, Knopf drücken, los geht's. Ganz einfach. Ah, warte. Das Problem ist nur, wenn man keinen Mixer hat, was mache ich dann? Dann schreibt man, Hilfe, ich brauche einen Mixer. So, währenddessen bereite ich natürlich mein Gemüse schon mal vor, weil hinter den Kulissen ist jetzt der Teufel los, weil der Hänsler seinen Mixer nicht da hat. So, schneiden wir schon mal entspannt die Gurke. So. Ein Teil mit Schale. Eigentlich können wir alles mit Schale. Es hat eine Geschmackssache. Schale bringt immer eine leichte Bitternote und macht das Ganze natürlich auch schön grün. Deswegen lasse ich sie immer ganz gerne dran. Einfach jetzt runterschneiden. Das reicht auch schon. Dann haben wir dazu Koriander. Den mixen wir gleich mit, dass der gleich richtig Geschmack abgibt. So. Dann haben wir Chili. Ich brauche auch eine Chilischote. Hallo. Ja, hey. Und gleich weiterrennen, eine Chilischote. Ah, nee, ist doch Freitag, ne? Man ist schon so ein bisschen im Wochenende so, ne? Ach, der Hänsler, was der da braucht, ist mir egal. Ich packe eine Gurke hin, dann passt das schon, ne? Ja, ja. Nee. Jetzt haben wir hier unseren Mixer. Da kommt der Koriander, die gehackte Chilischote. Dann die Gurken. So, wo bleibt denn meine Chilischote? So. Dann dazu, man kann das mit vielen Milchprodukten machen. Man kann das mit Milch machen, man könnte auch mit Sahne machen. Buttermilch ist ganz angenehm von der Konsistenz und vom Geschmack. Creme fraiche geht auch. Zucker. Also Buttermilch dazu. So. Chili heiß. Jawohl. Dankeschön. Wow. Was war jetzt schärfer, die Schote oder sie? Jetzt Chili schneiden. So. Das Ganze mit dazugeben. Bitte? Du brauchst Essig. Mhm. Warum? Weg meine. Wie ist weg? Da ist keiner mehr drinnen. Da kommt noch eine andere. Mal gucken. Da haben wir noch eine dritte Assistentin. Essig brauchen wir! Mein Gott. Wisst ihr, was ich gleich brülle? Gleich durch. Hilfe, ich bin ein Koch, holt mich hier raus! Ja? Gleich ist es soweit. So, leicht salzen, dann ein wenig Zucker, der bei den Männern ja ist. So, komm mal her, zack. Ein bisschen Zucker. So, das Ganze am Anfang zu mixen. Wenn man das Ganze jetzt nochmal für einen Kaffee macht, für eine Abendparty, könnte man auch sehr gut noch ein bisschen Champagner zum Schluss dazugeben. Ja? Und wenn Sie Ihre Kinder mal ärgern wollen, mehr Chili, ist klar. Ne? Ja, dann probieren wir mal zwischendurch. So, ah, ich habe nicht was Wichtiges vergessen. Fällt mir gerade ein, die Limette. Und zwar ein bisschen Schale von der Limette. So. Das gibt ein schönes Aroma, weil der Limettensaft natürlich sehr sauer ist. Und oh ja, mein Gott. Hallo. Ja. Glauben Sie mir, das Leben hinter der Bühne eines ZDF-Moderators ist hart. Klar, es ist nicht einfach.
ich hab's nicht einfach, ja. Sie sehen's, ne? Puh. Ja. Ich ärgere mich jeden Tag, dass die Sendung so lang ist. Ich wäre lieber hinter der Bühne, verstehen Sie jetzt, ne? Auf jeden Fall jetzt die Limette hier dazugeben, ausgepresst. Dann das Ganze nochmal anmixen. Richtig schön. Na komm, mach mal. Dann holen wir mal ein Glas. So. Zack. Gucken wir da rein. Dann können wir sehen, wie das Ganze mixt. So. Dann probieren wir. Ja, Prise Pfeffer. Dann ist die Geschichte rund. Oh, hier ist euer Essig. Dankeschön. Bitte schön. Noch einmal anmixen. So. Dann hier. Sehen Sie. Und wenn es jetzt richtig warm wird, ne? Ich meine, ist ja heute schon warm, ne? Können Sie, wie gesagt, für eine Cocktailparty schön ganz kleinen Schuss Shampoos statt Limette. Der hat mir auch eine schöne Säure, der Champagner. Oder kurz vorm Aufwichsen so eine kleine Handvoll Eiswürfel. Dann richtig aufmixen. Dazu ein paar gebackene oder gebratene Garnelen. Und das ist Ihre Party, glauben Sie es mir. Der letzte Teil unserer Gurkenwoche, Gurkensuppe. So, meine Damen, die Tafel. Hinaus damit. Ach so, Männer. Und denken Sie dann, nächste Woche, ja komm. Ja, ne? Schatzi. Nächste Woche dann unsere Osterspezialwoche. Dann kommen die Frauen dann als Bunnies reingehüpft. Da kommen wir auch, ne? Ja. Da kommen wir auch, sehr gut. Kommen wir jetzt erstmal zur zweiten Quizrunde. Die Frauen wollen noch mehr Kokosmilch, nimmersatt wie immer. Und die Männer hätten gern Nüsse. Schauen wir mal. Hier ist sie, die zweite Quizfrage. Oh, das ist aber richtig schwer. Welche Landsleute kann man essen? Amerikaner? A. B. Die Russen? C. Die Australier? Oder doch lieber die zarten Kanadier? 10 Sekunden ab jetzt. So, Männer. Was habt ihr gedrückt? Wir haben... Ah, haben wir gedrückt. Amerikaner. Die Amerikaner. Wie kommt ihr darauf? Schmecken besser als Hamburger. Ah, okay. Gut. Meine Damen, was habt ihr? Wir sind zu spät gewesen. Wir hätten auch Amerikaner. Seid zu spät. Aber wir brauchen die Kokosmilch. Wir haben ja schon Kokosmilch. War das... Ja. Also der Typ Schweiz, ne? 10 Sekunden reichen nicht, um den Knopf zu drücken. Ne? Ja, wir sind ein bisschen langsamer, wir sind schon zu lange in der Schweiz. Ah. Okay, aber ihr habt schon Kokosmilch. Richtig natürlich, Amerikaner, weiß doch jeder. Männer, eure Walnüsse. Da sind sie. Obwohl, eigentlich, wundert mich, eigentlich sind die Dinger nicht fett genug, damit sie Amerikaner heißen, ne? Aber egal, ist ja so. Ja. Wie läuft's bei euch? Ja, ich glaube von der Zeit, da müssen wir ein bisschen Gas geben jetzt. Ja, 18 Minuten habt ihr noch. Wo drückt denn der Schuh? Lass mal hören. Die Suppe ist ja soweit fertig, ne? Ich glaube, die Pasta müsste jetzt noch rein. Die Pasta ist gekocht, das sind 10 Sekunden. Ich probiere mal eben kurz eine Curry-Tomatensuppe. Hast du auch schon Curry drin, ne? Ein bisschen nur, ich war ein bisschen vorsichtiger. Also noch, also die Tomaten per se schmecken schon mal gut. Hast du die angesetzt richtig, oder? Ja, und dann habe ich mit Zwiebelknoblauch. Zwiebelknoblauch, dann habe ich ein bisschen Weißwein reingepackt, ja. Dann noch ein bisschen mit einem Fond abgelöscht und ein bisschen Sahne mit dieser Currypaste, okay. Und dann habe ich es püriert. Und, die schmeckt ja. Schon nicht schlecht, aber ich glaube, du könntest zum Schluss mal einen kleinen reingeben. Ich kann hier noch einen reingeben. Das ist eine leichte okay. Schärfe. Ja, wunderbar. So, dann haben wir den Hauptgang, das ist der Zander der mit der Pasta. Die Pasta geht relativ und den Spargel. Genau, hier noch die kleine Weißwein. Genau, die Weißweinsoße, ne? Ja, vielleicht. So, und das noch Dessert, mal kurz. Ist doch alles cool, Männer. Das ist doch doch reden. Wenn ja. Du da noch mal kurz schmecken könntest, ob ja. Da noch ein bisschen Zucker, Salz oder du wirst nachher noch aufschäumen. Hast du die mit Mehl abgebunden? Ein bisschen. Okay. Mehr Milch, oder? Ja, du brauchst noch ein bisschen Fond noch auf jeden Fall. Ja. Und noch mehr Geschmack, ne? Ja. Bisschen Salz, bisschen, ne? Weil... Du kannst es auch so ein bisschen
einkochen lassen, weil wir haben ja unseren Juroren, der ja richtig Ahnung hat. Und gucken Sie mal, was der zum Thema Würzen sagt. Kultur am Nachmittag. Lass Rose sprechen. Man würzt nicht durch Würzen. Man würzt durch Kochen. Merkt euch das. Man würzt nicht durch Würzen, man würzt durch Kochen. Merkt euch das. Das war Kultur am Nachmittag. Aha. Merken Sie sich das, wenn es mal nicht schmecken soll. So, das noch nachwürzen, ne? Salz, Pfeffer. Und dann noch einmal ganz leicht aufkochen, dass der Mehlgeschmack sich ein bisschen auskocht. Ansonsten läuft es doch mal. Alles gut. Entspannt euch. Alles gut. Oh, was machst du denn da? Ein pochiertes Ei? Mhm. Hast du gar nicht erzählt vorhin? Ja, alles muss man nicht immer erzählen. Oh. Das ist ja nicht mehr interessant. Eine Frau voller Geheimnisse, ich merke das schon. Wo gibt's das dazu? Zum Linsensalat. Ach, der Linsensalat. Mhm. Oder habt ihr das Ei aus dem Mülleimer wieder rausgeholt? Ganz schnell. Die hören ja zu. Ja, ja. Nee, der hört nicht zu, der schläft noch. Dann macht er keine Sorgen. Ach, ich hab den Spargel jetzt gebraten. Mhm. Mhm. Okay, cool. Hättest du hinten ein bisschen abknicken müssen, aber ist nicht so schlimm. Also das Ende abschneiden, ja, das können wir nur machen, oder? Dann probier mal den Linsensalat. Wie hast du den Linsensalat gekocht? Also Linsen gekocht? Linsen gekocht, ohne Salz, weil sonst wären sie ja nicht gar. Und dann in Zwiebel, Senf, Essig, Öl. Sehr lecker. Sehr lecker. Cool. Ah, jetzt verstehe ich. Und da oben drauf soll das pochierte Ei und dann so schön ein bisschen auslaufen, ne? Wenn's geht. Mädels haben's drauf, die Mädels haben's drauf. Und jetzt ist es Zeit für die wohl beliebteste Rubrik einer Kochshow, nämlich... Mehl der Woche. Die Mehl der Woche. Und zwar haben wir heute zwei. Eine schöne, eine nicht so gute. Fangen wir mal mit der nicht so guten an. Ne? Da haben wir sie gleich weg. So. Ah, die Schrift kenne ich, ja? Ich glaube, die hat schon mal geschrieben, ja. Freitag, 3.2., also schon ein bisschen her, 15.40 Uhr. Schon wieder liest Steffen Hensler nur für ihn positive Mails vor und zieht dann noch über Frank Rosin negativ her. Dies, obwohl er nicht im geringsten den Zwei-Sterne-Koch Rosin das Wasser reichen kann. Er sollte hinter seiner Theke vor Scham abtauchen. Gegen Ende sagte er dann noch als Gipfel, hier kommt der gesichtsälteste Koch im deutschen Fernsehen, Frank Rosin. Hat Herr Hensler keine Spiegel zu Hause? Große Schnauze ist nicht alles, Herr Hensler. Gehen Sie mal in die Kochschule von Frank Rosin. Das hilft auch Ihnen. Gruß, Willi R. Ja, Willi R., das ist, glaube ich, der zweite Bericht, den ich von Ihnen vorlese. Ich freue mich auf den nächsten. Ja? Kommen wir jetzt zur positiven, weil... Ne? Mal gucken, ob er recht hat. Von Michaela B. Hallo, lieber Steffen. Wir haben seit dem 3. Januar einen neuen Kater. Er heißt mit zweiten Namen Hensler. Ah, ja. Denn er ist ein absoluter Küchenkater. Wenn gekocht wird, sitzt er mit auf dem Küchenblock. Er muss alles begutachten, er muss alles genau beobachten. Er sitzt in der Spüle, da duscht er auch. Oder auf der Mikrowelle. Er ist einfach sagenhaft. Ich möchte euch davon abgesehen ein großes Lob aussprechen. Ihr habt eine super Sendung. Wir haben nichts zu kritisieren, außer eines. Die E-Mails von Zusehern, die Frank Rosin ständig mies machen, solltest du, lieber Steffen, echt mal weglassen. Nein. Mails, die Frank Rosin schlecht machen, werde ich nie weglassen. Ja? So. Denn die haben noch nicht begriffen, was der Kerl drauf hat. Er hat Ahnung vom Kochen, vom Essen und er urteilt vollkommen gerecht und anständig. Ein ganz dickes Lob für ihn. Nicht klatschen. Das sollte wirklich mal gesagt werden. Also macht weiter so. Ihr seid unser absolutes Pflichtprogramm jeden Nachmittag. Scheiß Samstag, scheiß Sonntag, wo wir euch nicht sehen. Lieben Gruß, Michaela mit Sohn Leopold aus Bayern. Vielen Dank. So. Was wollen wir mehr? Das wollen wir. Das wollen wir, das schöne Mehl. Ist der fertig?
ob der Fisch fertig ist. Ich hoffe nicht, weil wir haben noch 12 Minuten. Dann wird nämlich trocken nachher. Ach, kann man nicht in die Wärmeschublade? Gib mal einmal den, gib mal einen Löffel rüber, eine Gabel. Jetzt sind wir zu schnell heute, ha? Furchtbar. Hier, jetzt muss aufpassen. Entweder zu langsam. Also er ist jetzt gar gerade. Dann tue ich schon in die Wärmeschublade. In die Wärmeschublade oder? Nichts mehr machen. Was mit Geschmack? Hast du mal probiert? Nicht so richtig. Warum nicht? Keine Zeit. Keine Lust zu gewinnen oder keine Zeit zu probieren? Nein, ich habe schon probiert, aber alles so ein bisschen separat. Ja. Soll ich sagen, lecker. Kannst du mir helfen, den da irgendwie da... Oh, hier. Muss es wegnehmen und dann kannst du es. Kannst du mir da helfen, Steffi? Ja, das sieht ja aus wie das Matterhorn, sag mal. Ja, genau. Mann. So, was wie hast du jetzt... Berge. Was hast du jetzt vor? Ich möchte das oder das, also das nicht mehr. Das ist jetzt verhauen. Das ja. Darauf. Ja, wo ist das Problem? Da gehst du einfach da runter. Heiß. Ja, heiß. Aha, okay, da ist das Problem. So, pass mal auf. Aber da unter. Natürlich klar, mit dieser Palette machen wir hier hoch. Ja, es ist so, wie weich. Wagenheber, zack. So. Und das darüber. Ja, genau. Die Problematik ist natürlich, wenn du das hochziehst, machst du den Deckel kaputt, ne? Ja, was machen wir jetzt? Aber die Decke wegnehmen und nachher wieder draufsetzen. Ja. Genau. Oh, hier, yeah, wollte ich auch gerade sagen. Die Entschuldigung. Sauber! Entschuldigung. Na, warte, entschuldigen. Genau, richtig. Deckel abschneiden, Deckel wieder draufsetzen, dann seid ihr gleich fertig, ne? Ja. Ihr braucht noch ein Glas. Habe ich euch das letzte weggenommen? Das wollte ich natürlich nicht. Warte. Wären die genehm? Ja, ich nehme das hier. Nimmst das hier. Sehr jawohl, schön. Danke. Gut. Wir kommen jetzt zur dritten Quizrunde. Und zwar wollen die Frauen noch eine Limette haben und die Männer nochmal Walnüsse. Schauen wir mal. Hier ist sie, Frage Nummer 3. Wer gehört nicht zur Familie der Kreuzblüter? A. Rote Beete, B. Kohlrabi, C. Schwarzer Rettich oder D. Meerrettich? 10 Sekunden ab jetzt. Rechtzeitig drücken. Männer, was habt ihr gedrückt? C, aber wir haben keine Ahnung. C. Schwarzer Rettich. Das ist auch schwierig, die Frage, ne? Da muss man mal sagen. Meine Damen? D. D. Meerrettich. Ist kein Knoll, ist eine Wurzel. Darum habe ich gedacht, das ist vielleicht Meerrettich. Okay, ich schaue nach. Richtig wäre gewesen A. Rote Beete. Die Rote Beete gehört nicht zu der Familie der Kreuzblüter, der neben dem Kohlrabi, dem schwarzen Rettich und dem Meerrettich auch der Kohl oder Senf angehören. Die Rote Beete gehört zur Familie der Fuchsschwanzgewächse. Ja, leider nichts. Mit Limette und Walnuss. Aber zur Wiedergutmachung gibt es eine schnelle Nummer. Hey, komm. Geht doch durch. Und zwar haben wir jetzt auch gebratenen Zander. Dass alles mal rauskommt aus dem Ding. Gebratenen Zander. Und dazu ein bisschen leckeren Curryspargel. Und zwar 2 Pfannen. Schwupp, schwupp, schwupp. Bisschen sauber machen. Ach, machst du zu Hause anders? Ja. Selbst schuld. Kommen wir hier zum Zander. Den haben wir hier ohne Haut. Hier ist der Grätenkamm beim Zander. Zander beim Gräten ziehen ist sehr, sehr schwierig. Deswegen empfehle ich, da einfach rauszuschneiden. Dann nehmen wir jetzt hier einfach ein schönes Stück. Schneiden das mal ab. Oder 2 kleine. Das sieht nachher schöner aus beim Anrichten. Die werden jetzt mit Salz gewürzt, dann Pfeffer, dann mehlieren wir das mal ganz kurz. Und zwar einfach Mehl, einen Teller geben, so ein bisschen, zack. Und von beiden Seiten das überschüssige Mehl einfach wieder abschlagen. Das verhindert einfach nur, sind Sie sicher, dass er in der Pfanne nicht anklebt und er kriegt eine gleichmäßige Kruste. Die Pfanne ist jetzt heiß. So. Dann den Fisch hineingeben, dass er losmarschiert. Mann, das brutzelt, ne? Meine Herren, das höre ich bis hier, ja. Dann, jetzt geht's los. Dann haben wir unseren kleinen Spargel hier. Hinten ganz bisschen die Enden abschneiden. So. Schälen braucht man den nicht. Füllen wir jetzt die andere Pfanne. So. Geben wir da mal Gas. Hitze beim Fisch, jetzt ein bisschen runternehmen. Hier, ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Den Spargel jetzt so, wie er ist, ab in die Pfanne. Nicht blanchieren oder sonst irgendwas, einfach roh.
Prise Salz dazu und gleich auch ein wenig Pfeffer. Was wir dann gleich machen, ist die Currypaste und die Kokosmilch dazugeben, das Ganze ein bisschen einkochen und darauf servieren wir dann unseren Zander. Den wir jetzt hier, so. Jetzt mit der Hitze ein bisschen runtergegangen, weil wir machen jetzt dazu noch so ein bisschen eine schnelle Petersilienbutter. Einfach Petersilie, klein schneiden. So. Dann von den Männern ein Stück Butter klauen. Zack, sechs. Dazugeben in die Pfanne. Da jetzt die Petersilie drauf, damit es schön hinten in der Ecke bleibt. Hier haben wir unseren Spargel. Jetzt die Currypaste dazu, nicht zu scharf werden. Bisschen aufpassen. So. Die muss natürlich auflösen. Dafür haben wir jetzt hier die Kokosmilch. Damit löschen wir jetzt ab. So. Hier mit der Gabel auflösen. Man sieht jetzt hier, es verfärbt sich ein bisschen rot. So. Schön durchschwenken. Ganz wichtig bei Currypaste, immer mit wenig anfangen, weil da richtig viel Power hinter ist. Deswegen zwischendurch mal probieren und gucken. Da kann auch ein Lütter. So. Jetzt hier reingeben und dann ein bisschen mit der Gabel, weil ich jetzt noch mehr kochen würde, würde das Ganze gerinnen, mit der Gabel ein bisschen auflösen. Man sieht auch, diese Currypaste hat eine leicht bindende Wirkung. Das heißt, ihr braucht das nicht mit Stärke abbinden oder so. Was? Ein bisschen nachwürzen müssen wir trotzdem noch mal. So. Jetzt. Jetzt schon eins anrichten. Jetzt machen wir es mal richtig schick hier. So, schön abtropfen lassen. Das in die Mitte. Ja, den Spargel. Das haben wir hier. Schön den Fisch. Herd aus. Oben gleich mit die Kruste. Schwupp. Das kommt jetzt oben drauf. So, ich sag Ihnen eins, ne? So. Bisschen Petersilie noch. Jetzt haben wir schön diese knusprige Petersilie. Die ist leicht frittiert oben in der Butter. Hier drauf, ich sage Ihnen eins, ne? Von mir kriegen Sie das umsonst. Bei Rose kostet das 60 Euro. Also, ne? Wissen Bescheid. Wie unkompliziert, wie einfach. Also wenn Sie keinen Teichspargel haben, das ist mir zu teuer, können Sie auch jetzt, geht dabei weiße Spargel oder grünen Spargel, einfach ein bisschen klein schneiden, können Sie es genauso zubereiten. Ein bisschen Currypaste, ein bisschen Kokosmilch, kostet auch nicht viel Geld. Wenn Sie sagen, Zander, nö, können auch mit Fleisch machen, mit hellem Fleisch, Hähnchenbrust, Putenbrust, ich sehe nur, selber kochen, ist so einfach, also ran an Herd. Vierte Quizfrage. Limette für die Frauen und Einlage für die Suppe bei den Männern. Sie wollen Speck. Und hier kommt sie, die vierte und letzte Quizfrage für diese Woche. Wann wurde das erste Weingummi hergestellt? Wann wurde das erste Weingummi hergestellt? Weingummi hergestellt. Weingummi. 1920. Das erste Weingummi. So. Dankeschön. Oh, sehr nah beieinander. Die Männer sagen 1922. Die Frauen sagen 1920. Richtig ist 1909. Damit die Frauen. Limette. Und zwar, Weingummi nennt sich Weingummi, das unter Zusatz von Weinsäure hergestellt wird. Sie wurden in England von Charles Gordon Maynard erfunden, 1909. Boah, lange her. Wo Gottschalk, gab es den damals schon? Ja, ne? Könnte hinkommen, ne? Könnte hinkommen. Wir kommen jetzt erstmal zu der Wahl der Seiten. Und zwar, die Frauen auf Schwarz heute, meine Damen. Habt ihr gehört? Gut. Cool. Oh, hier ist buschierte Ei. Mayonnaise, ja. Wofür willst du die denn noch nehmen? Ja, pass auf. Du bist bei den Linsen ja schon senfig. Und bist hier jetzt auch sehr senfig. Du musst ein bisschen aufpassen. Soll ich es wegreißen?
Du kannst ja ein bisschen länger machen. Du hast noch ein bisschen Joghurt. Haben wir da griechischen Joghurt untermischt. Mach ein bisschen Joghurt rein, dass sie ein bisschen frischer wird, okay? Männer, ihr seid bald weiß. Wie sieht's aus? Kriegst du alles hin? Ja, mach mal hier, gib mal ein bisschen Gas auf den Fisch, ne? So, mach mal Deckel drauf, damit das ein bisschen schneller geht. 1,40. Okay, was macht das Dessert? Dessert ist in einem Kühlschrank. Okay. Wir holen das schon mal raus, dass es schon mal stehen hat. Das brauche ich für die Suppe. Das sieht auch lecker aus. Hausgemachte Nudeln, schön mit dem Ding. Passt doch. Oh. Gas geben, Rose kommt an. Rose kommt an. Also, hast du noch mal abgeschmeckt mit Curry? Ja. Was sagst du? Sollen wir mal probieren? Ja, mach mal. Komm her. Okay. Ja, ja, jetzt kommt die schön. Jetzt ist schön, das passt so, glaube ich. Reicht. Schön aufschauen. Gas geben. Sieht gut aus. Komm mal her. Weiß beginnt jetzt die letzte Minute, meine Herren. Feuer. Besser. Alles. Take it easy. Wir schon hin. Ja. Den Teller vom Hauptgang hier hin und ganz bis zum Schluss warten und dann ein Filet raus und ab dafür, ne? Okay? Habt ihr alles vorne? Oh, schön, genau. Schön warten bis zum Schluss, bis 10 Sekunden vor Schluss. Machen wir eben hoch, machen wir hoch. So, hoch rauf. Ja, kannst du gleich drauf machen, das ist gut, passt. Du wartest bis kurz vor Schluss. Kriegst du den Rest nach vorne? Ja, ne? Hopp, hopp. Ja. Machen wir ein bisschen spannend bei den Männern. Richtig schön drauf. Richtig schön drauf. Nach vorne jetzt, komm. Nimm die Suppe gleich mit. Los. Und hoch. Hopp. Hopp. Und nach vorne. Ab geht er. Zack. Los. 6. Hopp. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Nein. Ich habe dem Maiker gesagt, er soll da stehen bleiben beim Fisch. Hätte ich ihn nicht da festgehalten, wäre dieses Jahr locker nach vorne gekommen. Deswegen bringe ich jetzt hin und entscheide, dass es dahin darf. Ganz einfach. Ne? Bitte? Weil, die waren ja fertig. Aber wir haben gesagt, soll mit dem Fisch warten, soll stehen bleiben. Er hätte auch locker das Dessert, deswegen, ne? Wärst du zwischendurch, hättest du es nach vorne bringen können. Klar. Siehst du? Ja, nochmal. Also jetzt nicht mehr tratschen, ne? Meine Augenruhe, weil hier kommt er. Und er ist immer noch der gesichtsälteste Fernsehkoch Deutschlands. Hier ist Frank Rosin. Die Damen, Hallöchen. Tag zusammen, hallo. Topfit bin ich, topfit. Ja, wir haben noch diese Fitnesswoche gehabt, da habe ich mich total anstecken lassen. Und jetzt mache ich morgens immer so schön mit Personal Trainer und so. Und weißt du, was gut ist, wenn man Sport macht, ne? Ja. Man kann noch mehr trinken, das ist das Schöne. Ja, weil man so viel Kondition hat, glaubst du mir? Ehrlich? Ja, ist geil. Nee, davon bin ich total ab. Was? Alkohol bin ich total ab von. Echt? Ja. Achso, das versuche ich jetzt gerade. Linsensalat mit gebratenem Teichspargel. Okay. So. Gebratener Teichspargel. Wenn Spargel gebraten wird, bekommt er so eine schöne, nussige, ja, so eine salzige, nussige Mandelnote, ja. Also ganz, ganz komisch. Und es ist ganz, ganz toll, auch jetzt, wenn die Spargelsaison beginnt, den Spargel nicht so oft braten, also nicht so oft kochen, sondern wirklich braten, weil das ist wirklich viel, viel schöner, auch im Zusammenspiel mit Salaten zum Beispiel, ja, da kann man viel mehr Kontraaromen mit realisieren. Ich finde das ganz toll und das ist den Kandidaten auch sehr gut gelungen. Ein sehr schönes Linsengemüse mit einem, ich sag mal, gut dosierten Säurespiel. Jetzt kommt das Ei darüber, guck mal. Und das gebe ich jetzt hier einfach so drüber. Und als wenn ich es schon vorher wusste, Eigelb ist Fett.
Und dieses Fettspiel jetzt ist wie ein Öl mit dem Essig und dem, ich muss sagen, nicht nur lecker, sondern sehr intelligent gekocht. Curry, Tomatensuppe. Hatte ich noch nie. Curry, Tomatensuppe? Nee, nee, nee. Nee, stimmt. Aber verstehst du, das Curry ist das Kontraaroma von der Tomate. Wurde. Ja, wurde realisiert in diesem Teller. Also, erstmal ist das eine schöne Tomatensuppe. Und diese leichte Curryschärfe dazu, ich finde das wirklich sehr interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt ein bisschen eingekocht werden würde, ne, könnte man was für eine als Currysoße für eine Currywurst nehmen. Ja, das stimmt, ja. Ich finde, dass beide Vorspeisen wirklich ganz, ganz toll sind. Sie sind sehr gut gekocht und ich muss ganz ehrlich sagen, die Kandidaten, toll mal wieder. Bin ich endlich mal wieder toll. Ja. Oh. Aber du lässt dir noch, du sagst doch nicht, wer vor, ne? Du lässt dir noch ein bisschen, ne? Doch, Entschuldigung, ich habe gesagt, beide ein vor. Ach, beide, alles klar. Ja, ich nehme beide mit. Okay. Ja. Möchtest du lieber, dass ich das so immer so sage, beide ein vor? Nee, ich hab's nur mitgekriegt, schon Rollo. Ja. Ja, du frisst hier auch nur die ganze Zeit. Nein! Komm mal, guck mal hier. Was hast du denn heute gemacht? Spargel gebraten, ja, mit, zu der Kokos-Curry-Creme und gebratenen Zander. Oh, ehrlich? Ja. Mm. Hat das einer probiert von Ihnen? Da weiß doch kein Mensch, ob das schmeckt. Doch, ich. Zander-Curry mit hausgemachten Nudeln, da schauen wir mal. Also Nudeln werden ja wirklich in letzter Zeit oft hier in der Sendung gemacht, ne? Ja. Unheimlich. Der Unterschied zwischen getrockneten Nudeln und frischen Nudeln ist der, dass frische Nudeln höchstens 1,5 Minuten im heißen Wasser benötigen. Mehr nicht. Man muss wirklich sehr, sehr aufpassen. Und das Wort al dente, das gibt es bei einer frisch gemachten Nudel fast auch gar nicht. Weil dieser trockene Kern, den eine Spaghetti zum Beispiel hat, die getrocknet gekauft wird, die gibt es bei einer Nudel, die frisch gemacht wird, gar nicht. Darum, dann wird sie nur so etwas fester, schwammig. Ja? Und von daher wirklich ganz kurz in Wasser rein, raus, fertig ist der kleine Klaus. Und dann geht das auch. So. Und haben die Kandidaten das jetzt gemacht oder nicht? Danke für die Frage, Steffen. Ja. Nein, sie haben es nicht gemacht. Die Nudeln sind etwas zu verkocht, ja, und etwas zu weich. Aber das ist ja hier so was Asiatisches, da wird ja nie so drauf geachtet. Dann muss ich sagen, dass das hier eine ganz tolle Soße ist hier mit roter Thai-Aromen und so. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich mag das auch. Summa summarum sage ich mal 80%. Ich würde es weiter essen. Zanderfilet auf Spargel-Tagliatelle. Auch wieder Nudeln gemacht. Meine Herren, ey. Machst du Nudeln, kannst beim Rest fudeln, ne? Also hier, ganz klar, die Nudel kürzer gekocht. Dadurch schöne, feste Schwammigkeit. Wirklich gut gemacht. Dann haben wir eine Soße. Fachkreise auch al dente genannt. Also, dieses Zanderfilet ist wirklich, das kann ich auch hier mal kurz zeigen. Guck mal, schön saftig. Ganz, also, richtig mit ganz kleiner Temperatur, schön gegart. Eine leichte Säure in der Soße. Diese wunderschönen Nudeln dazu, dieser mandelige Ton des Spargels. Also, was will man eigentlich mehr? Ich sag mal so, das ist wirklich perfekter gekocht, muss man einfach sagen. Erst war ein scharfer Harry, aber ich mag es auch scharf, ja. Und ich mag es auch deftig und auf die Fresse gewürzt, ja. Und das möchte ich fördern, denn ich möchte einfach, dass die Leute kochen so, dass die Produkte auch wirklich nach dem schmecken, was sie sind.
Ja, das macht mich richtig scharf. Darum nehme ich auch beide mit und beide einen vor. Gut. Johannisbeertörtchen mit Baiser. Und sehr schön. Leichte Creme. Joghurt mit Eierlikör. Eine sehr schöne Tat, so mit Baiser umzugehen, ist wirklich nicht einfach. Weil, was kann so ein Dessert auch total übersüßen? Dass das also sowas von Fratze dann ist. Mit so viel Zucker. Hier muss ich sagen, sehr schöne Struktur des Törtchens. Die Johannisbeere genau im richtigen Moment eingesetzt mit der leicht subtilen Säure. Und ich sag doch eins, und das sagen Sie doch auch, ne? So ein bisschen Schnaps im Dessert geht doch immer, oder? Das ist ja mein Glückstag heute. Eierlikörcreme, Eierlikörcreme mit Johannisbeeren. Super. Hier haben wir einen schönen, leichten Joghurt. Also ganz anders da drüben. Drüben ein bisschen schwerer. Ein bisschen Baiser, ein bisschen mehr Masse im Geschmack. Ja, hier total so für mich nach dem Training die Leichtigkeit. Der neue Rose 2012. Ja, wird auch Ende März mal Zeit. Ich muss wirklich sagen, erstmal einen großen Applaus für diese beiden tollen Kandidatenpaare. Sensationell gekocht. Okay. Aber ich muss leider sagen, wir haben einen Sieger. Oh, alles klar. Nämlich beide. Unentschieden. Hey. Ja, das ist das Jahr des Unentschieden, glaube ich. Glückwunsch, meine Herren. Ne? Meine Damen sowieso. 4.000 Euro, 1.000 Euro. Das ist der Warenkorb für die nächste Sendung. 10 Sekunden ab jetzt. Schön gucken. Ne? So. Soll ich erst mal die Männer fragen, oder was? Mhm. Meine Herren? Also, wir hatten Spaß. Haben dich kennengelernt, ja. Rosinen Kohle kennengelernt. Geworden. Ja, darum ging es in erster Linie nicht. Aber wir hören auf, wir sind weg. Alles klar. Glückwunsch zu 1.000 Euro. Meine Damen. Wir machen weiter. Na, ihr macht weiter, oder was? Ja. Wir gehen uns sehen und machen uns morgen schick. Sehr gut. Das bedeutet, morgen 10.000 Euro Sendung. Na, vielen Dank für die Herren. Toll gekocht. Und ja, dieser Warenkorb, diese Frauen und Frank, fit wie ein Turnschuh, Rosin auch wieder dabei. Ich sage vielen Dank für heute und wir sehen uns morgen wieder. Am Montag. Am Montag ist erst Wochenende. Also schönes Wochenende und bis Montag. Kapitän Enzler.